Ich glaube, man braucht radikale Ideen, weil man mit einfach inkrementellen Innovationen an der Stelle nicht vorankommt. Also sobald es auch disruptiv wird, wird es ja auch immer auch radikal, kannibalisiert auch immer zum Teil. Und wenn wir uns nur auf dem Weg weiter nach vorne bewegen, dann wird das nicht reichen. Die Auswirkung wird eben so sein, dass im Wesentlichen das Geschäft zukünftig nicht mehr analog, auch in der Abwicklung, erfolgen wird, sondern digital über Plattformen. Also Plattformen, an die eben nicht nur wir, sondern auch der Wettbewerb connected ist. Also es wird eine offene Plattform sein. Geschlossene Plattformen haben wir aus meiner Sicht keine Chance. Aber dann eben auch die Kunden auf der einen Seite und auch die Lieferanten auf der anderen Seite und auch Dritte, wie zum Beispiel Logistiker. Also all diejenigen, die eben zu dem Geschäft was beitragen können.